Es gibt nur eine Krankheit, Schleim. Es gibt nur ein Heilmittel, Fasten. So sagte es vor 150 Jahren Professor Dr. 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 Arnold Ehret. Und was er damit meint, kläre ich im heutigen Video. Heute am Ostersonntag, 31. März 2024, 10.16 Uhr, Windows 7, Internetzeit. Das Video startete 10.15 Uhr. Muss man wissen. Ja, und damit starten wir mit einem von mindestens zwei für diesen Frühling geplanten Gesundheitsvideos. Ich bin die letzten Monate und Wochen und so weiter wieder in einen Bereich hineingegangen, der mir unglaublich viel Freude bereitet hat und den ich auch selber aktiv an meinem Körper angewendet habe. Dazu habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, ja, man könnte sagen, nahezu richtiges Fasten betrieben, während ich schon seit fast einem Jahrzehnt oder so Halbtagsfasten mache, Intermittent Fasting auf Englisch, wo ich die erste Tageshälfte nur Wasser trinke. Leitungswasser. Aber es sind 2 Liter Topf. Aber mit der Hilfe von Professor Dr. 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 Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt einen Doktortitel hat, ist mir scheißegal, Hauptsache wissen. So. Von Herrn Naturheilkundler Arnold Ehret. Der hat vor 150 Jahren schon die schleimfreie Heilkost empfohlen. Und wer das ist, das schauen wir uns später noch in Wikipedia genauer an. Jetzt erstmal so ein kleiner... Nee, wir machen es umgedreht. Komm, wir machen es umgedreht. Wir schauen ihn uns zuerst an. Da ich heute das Video aus Platzsparggründen wieder nur auf 360p runtergedreht habe, werdet ihr erst einmal die Schrift nicht lesen können, aber braucht ihr null Panik haben. Das klärt sich dann. Das ist die Wikipedia-Seite der liebe Professor Dr. 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 Arnold Ehret lebte von 1866 bis 1922. Und ihr werdet die Schrift jetzt nicht gut erkennen können, aber es macht gar nichts. Zum einen verlinke ich die Seite für euch im Infokasten und zum anderen gibt es Zoom. Und mit Zoom kann man schon eindeutig mehr erkennen und lesen. Ja, wer ist denn dieser Arnold Ehret, über den ich heute reden möchte? Arnold Ehret war ein Deutscher, also ein Herkünftler der arischen Herrenrasse und wurde in St. Georgen geboren. Starb aber in Los Angeles. War ein deutscher Naturheilkundler und Buchautor. Seine Thesen zur Verjüngung und Heilung von Krankheiten durch eine vegetarische Diät mit hohem Fruchtanteil und Fasten erfreuten sich vor allem in den USA bis in die 1970er Jahre großer Beliebtheit. Man sprach dort sogar vom Eretism. Ja, ja, man muss immer ein Issen draus machen. Buddhism, Chrissen, irgendein Issen. Ja, haben wir irgendwie Buddhisten erklärt, dass die immer ein Ismus draus machen müssen, das alle. Und ich denke mal, so kann man es lesen, oder? Kann man es so lesen? Ich hoffe mal. Ich gucke noch mal, ob ich jetzt überhaupt das Bild anhatte. Ja. Und meine Kamera ist heute auch nicht davor. Heute habe ich mich für eine Großkamera entschieden. Ja. Und ich lese jetzt natürlich nicht alles durch, aber es ist sehr interessant. Ich kann euch mal empfehlen, dass ihr euch die ganze Seite auf Wikipedia von dem netten Herrn durchlest. So, jetzt mache ich wieder mich an. Ja, ja, worum geht's denn in seiner These, die ich für mich als absolute Wahrheit übernommen habe? Und ja, natürlich darf man ein paar Dinge
auch hinterfragen und mal gucken, ob das alles zu 100% so stimmt. Und des Weiteren muss ich dazu sagen, dass das durch meine persönliche Brille verzerrt rüberkommt. Immer, wenn es ein anderer erklärt, ein anderer Mensch, kommt immer etwas verzerrt mit der Zeit. Durch die Wahrnehmung des anderen da lieber selber ein Buch von Arnold Ehret lesen oder sein Hörbuch anhören, um nicht zu viel Unwahrheiten von mir ungefiltert aufzunehmen. Ne? Deswegen, ich bin kein Arzt und kann keine Heilversprechen machen, bla bla bla. Aber meiner persönlichen Beobachtung und Erfahrung nach habe ich 1 Milliarde Mal mehr Ahnung von Gesundheit als Heilung als jeder Arzt. Überhaupt, auf den gesamten Planeten. Nee, es sei denn, es sind spirituell zugewandte Naturheilkundler, die können mehr Ahnung haben als ich. Da fällt mir immer sofort Rüdiger Dahlke als allererster ein. Aber es ist nur am Rande. Heute geht es um Arnold Ehret. Und der hat eine interessante Theorie. Die versuche ich mal ganz grob heute zu umreißen und wiederzugeben, so wie ich sie verstanden habe. Durch das Essen von verschiedenen Kosten, von verschiedener Nahrungskost, entsteht unterschiedliche Stoffwechselprozesse in uns und manche sind halt besser und manche sind halt schlechter für unseren Körper im Nachgang geeignet. Was meine ich damit? Ja, es gibt Dinge, die bei der Verstoffwechslung Abfallprodukte im Körper erzeugen und die nicht so gut für den Körper sind. Vor allen Dingen, wenn der Körper es nicht mehr schafft, den ganzen Abfall wieder rauszubefördern. Als schlimmste Quelle, und da ist es fast egal, ob tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, nannte er Eiweiß und Stärke. Die geben uns beides sehr gute Energie, deswegen ist das beliebt, und wird heute auch von Ärzten empfohlen, so und so viel Mengen Eiweiß bitte essen, zu euch nehmen. Und Eiweiß ist auch nicht ungesund in irgendeiner Form und Eiweiß gibt auch Energie ohne Ende und vor allem ich nutze Eiweiß sehr gerne für meine Diäten, weil es Button satt macht, auch bei wenig Kalorien. Aber bei der Verstoffwechslung von Eiweiß entsteht was im Körper, was nicht ganz so gut ist. Und dabei ist es dann auch völlig egal, ob es tierisches Eiweiß ist, wobei tierisches Eiweiß besonders pH ungünstig, also sauer verstoffwechselt wird. Ist es aber im Endeffekt für unsere Gesundheit egal, ob wir tierisches Eiweiß zu uns nehmen oder pflanzliches Eiweiß. Beides entsteht bei der Zersetzung. Ja, bei beidem entsteht bei der Zersetzung ein Abfallprodukt. Schleim. Das werdet ihr merken, wenn ihr viele Bohnen esst, was auch ein Eiweißprodukt ist, und auf einmal rotzen müsst, weil irgendwie da hinten sich so ein bisschen Schleim bildet. Das ist das erste Anzeichen davon, dass sich Schleim bildet. Aber nicht nur in unserem Lungenbereich, wo wir Lungen- und Mundraum, wo wir Schleime und Feuchtigkeit bilden, ist das zu spüren, sondern dieser Schleim setzt sich dann, ja, der landet dann überall im Körper. In unseren Fettzellen, zwischen unseren Fettzellen, der landet in unserem Darm, in unseren Darmwänden. Und der Körper versucht, diesen Schleim ganz normal wieder auszuleiten. Und das macht er eben über den Urin. Da hat Arnold Ehret auch mal empfohlen, einen Test zu machen. Den habe ich übrigens gemacht, da ich zum Pissen selten auf Klo gehe, sondern in Gefäße hinein pisse, konnte ich den Test sehr leicht in meinem Leben, also da gibt es noch Videos meiner Vergangenheit, wer die sehen soll, fragt nach, verlinke ich euch, einfach in die Kommentare fragen, wie ich das so handhabe. Und da habe ich dann tatsächlich den Test gemacht, Urin einfach mal 24 Stunden stehen zu lassen, dann auszukippen, und wir werden feststellen, dass am Boden des Gefäßes sich eine Schleimschicht gebildet hat. Das ist ein weiterer Nachweis, dass wir Schleime bilden. Und ja, je nachdem, wie viel oder wie wenig Schleim sich um die Scheiße bildet beim Kacken, kann man das dann auch feststellen, dass sich dort Schleim bilden. Und am interessantesten ist es, da werde ich später, glaube ich, noch ausführlicher darauf eingehen, ist es tatsächlich an der Zunge zu erkennen. Wenn ihr eine schöne gelbe Zunge habt, das ist auch abgesonderter Schleim. Und wenn ihr eine rosa Zunge habt, habt ihr wenig Schleim produziert und seid relativ gesunde Menschen. Aber der Schleim kann sich in trockener Form und auch in feuchter Form über die Haut nach außen drücken und dadurch können auch Schuppen entstehen.
Er nannte das dann die trockene Form von Schleim. Und so ist der Körper den ganzen Tag wieder beschäftigt, den Stoffwechselabfallprodukt Schleim wieder rauszufördern. Und nun ist Folgendes. Dieser Schleim ist nicht schädlich. Er ist nicht giftig. Er ist einfach erstmal nur da. Er ist ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Stoffwechselabfallprodukt. Und an sich wäre dieser Schleim kein Problem. Man hätte auch keine gesundheitlichen, schadhaften, negativen Auswirkungen auf uns. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Da wir Menschen heutzutage und auch schon damals im 19. Jahrhundert, als Arnold lebte, viel zu viel Nahrung zu uns nehmen und auch viel zu viel pflanzliche Stärke, zum Beispiel in Form von Kartoffeln und Nudeln oder eben tierisches und pflanzliches Eiweiß über Bohnen und Fleisch und Eier etc. Wenn wir nicht davon chronisch zu viel zu uns nehmen würden, gäbe es auch gar nicht so viele Probleme. Aber wir nehmen zu viel zu uns, erzeugen dann von dem erst einmal nicht schädlichen Stoffwechselabfallprodukt Schleim zu viel und der kann dann nicht mehr aus dem Körper in ausreichenden Mengen hinaus befördert werden und dadurch entstehen Fettpolsterchen. Das, was wir hier ansammeln an Speckrollen, ist nicht nur Fettspeicher, sondern auch in Ansätzen dieser Stoffwechselabfallprodukte Schleimes. Und wenn der ansetzt, weil er gar nicht schnell genug über Darm, Scheiße, Pisse, Urin, Haut, Zunge aus dem Körper ausgeleitet werden kann, dann setzt er sich fest, dieser Schleim, und dort fängt er dann an zu gären. Und wenn er schön lange gärt, das geht sowohl in den Darm, in den Zwischenräumen. Darm hat so viele Wände und Kanäle und Zwischenräume und Taschen. Dort nistet sich der Schleim dann an und in und zwischen euren Fettzellen nistet sich der Schleim dann an und dort fängt er dann an zu gären und bildet Gifte. Und das ist laut Arnold Ehret die Ursache nahezu aller Krankheiten. Klar, man darf das auch hier nicht pauschalisieren. Natürlich gibt es noch äußere Schäden. Wenn du dir das Bein brichst und irgendwelche Gift und Bakterien kommen rein und das entzündet sich dann, dann war da nicht dieser Schleim dran schuld. Aber bei unseren Alltagswehwehchen, 90% aller Probleme scheinen wohl durch diesen Schleim zu entstehen, der gerade auch das Bakterienwachstum fördert. Das heißt, die Bakterien nisten sich sehr gerne in diesen Schleim an und die Krankheiten werden aber laut Arnold Ehret nicht per se durch die Bakterien verursacht, sondern durch den Schleim, der die Bakterien überhaupt erst anlockt. So ist für ihn eine Lungenentzündung einfach nur eine Schleimüberlagerung, wo der Körper versucht, ja, über die Lunge besonders viel Schleim, besonders viel giftigen Schleim auch hinaus zu befördern und dort sammeln sich dann durchaus auch Bakterien an. Er macht dann auch nicht die Bakterien für die Lungenentzündung verantwortlich, sondern dass unser Körper einfach nicht mit dem Entgiften hinterherkommt, beziehungsweise mit dem Entschleimen. Und das habe ich alles geprüft und getestet bis zum Erbrechen, indem ich selber mal 2 Tage seine Diät beziehungsweise seine Kur eingehalten habe. Das ist insgesamt eigentlich über 3 Tage habe ich das dann gezogen und geguckt, was mein Körper so macht. Und das war alles sehr interessant. Und lange Rede, kurzer Sinn. Dadurch entstehen alle möglichen Krankheiten und Entzündungsherde im Körper. Was weiß ich. Rheuma, Müdigkeit, Schuppenflechte, Kopfschmerzen. Alles Mögliche kann nur dadurch entstehen. Und würde man Nahrung zu sich nehmen, die wenig Schleim bildet, oder von der schleimbildenden Nahrung nur relativ wenig, dann würden diese ganzen Effekte noch nicht entstehen. Oder auch eben Krankheiten wie Lungenentzündung, was fällt mir noch ein, Hautausschläge und so weiter. Gut, Hautextreme kann man auch kriegen, wenn man zu wenig gesunde Darmbakterien hat, aber das hat halt auch was mit diesem Schleimmilieu und Darm zu tun, welche Darmbakterienkulturen wir haben, ob mehr die bösen oder mehr die guten. Deswegen empfehle ich immer Probiotika und die guten Darmbakterien noch zusätzlich mit Wildkräutern zu füttern, damit die sich vermehren können. Ja, aber das hilft alles nichts, wenn wir zu viele Schleime und Toxine, die sogar kristallisieren können. Letztendlich sind Nierensteine und Gallensteine eigentlich auch nur dieser Schleim in ausgetrockneter Form.
Und sogar im Darm können sich kleine Steinchen bilden, was auch nur eine verhärtete Form von diesen Schleimabwehren letztendlich sind. Und somit kommen halt unglaublich viele Krankheiten. Herzinfarkte, Nierensteine und so weiter. Alles nur durch diese Schleimansammlung in zu großer Menge, wo sie der Körper nicht mehr schafft, komplett rauszuleiten. Und somit sind 90% aller Zivilisationskrankheiten ausrottbar, nur allein, indem wir dafür sorgen, dass dieser Stoffwechselabfallprodukt nicht mehr in einer zu hohen Menge in uns entsteht. Nun ist die Frage, wenn er schon in einer zu hohen Menge entstanden ist, wie kriegen wir das denn dann wieder raus? Indem wir die richtige Nahrung zu uns nehmen, die ich heute wieder für uns mitgebracht habe. Arnold Ehret empfahl als absolutes Grundnahrungsmittel, was wir in höchsten Massen essen sollten, statt Eiweiß und statt Stärke, sollten wir das essen, was sich in diesem Topf befindet und was ich euch schon nicht nur aus diesen Gründen, aber auch aus diesen Gründen schon zigmal vorgegessen habe. Ah, komm, fall mal Licht rein. Ja, von da ist gerade kein Licht. Ärgerlich. Aber ich kann improvisieren, pass mal. Ich habe doch hier eine Handylampe. Wenn schon nur mit 63p, dann auch hier. Ja, genau. Was hier in den Topf sitzt, sind Weintrauben. Aber was der Körper braucht, um den Schleim wieder rauszuspülen, ist der sich darin befindende Traubenzucker. Des Weiteren, und davon jeden Tag mehrere Kilo, wenn es geht. Oder ihr nehmt einfach mal gar keine Nahrung zu euch und fastet. Das sind die beiden Methoden, wie man diesen Schleim wieder loswerden kann. Aber er empfahl, je nach Vergiftungsgrad, diverse Kuren mit Früchten oder Fasten von Ärzten beobachten und unterstützen zu lassen. Weil wenn Menschen zu stark vergiftet sind und dann von heute auf morgen auf einen Schlag Fasten machen, können die daran krepieren. Das heißt, man muss den Körper erst mal langsam entgiften und vor allen Dingen auch mit Nährstoffen, Mikronährstoffen füttern, durch Wildkräuter, so Supplemente, damit er überhaupt erst mal eine Basis hat zum Überleben. Und dann kann man sich ans Fasten ranwagen. Deswegen habe ich ein Fasten betrieben, wo ich nur einmal am Tag sowas gegessen habe. Und dieses ganze Fastenergebnis, das mache ich dann in ein paar Tagen oder Wochen in einem eigenen Video, da ich auf einer A4-Seite ganz genau aufgeschlüsselt, was mein Körper durchlebt hat in der Fastenzeit. So, nach wie vor möchte ich an der Stelle empfehlen, wenn ich dieses Zeug hier vor euch mampfe, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das stört, wenn ich beim Moderieren esse oder nicht. Ich empfehle gesunde Schmatzen. Kriegt man mehr Sauerstoff im Mund und schmeckt Essen besser. Rede ich mir zumindest ein. Mir hat's immer geschmeckt, wenn ich einen vollen Mund kaue. Gott, habe ich mein Kindheit Ärger dafür gekriegt und Trauma, das weggesteckt. Aber ich will es auch nicht übertreiben mit Essen. Viel wichtiger ist, ich habe sowohl schon mal ein positives Feedback bekommen. Manche wünschen sich Social Eating hier. Andere hingegen riecht das tierisch auf. Bin aktuell auch noch so bei 50-50, also schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das besonders nervt, gar nicht stört oder ob ihr gar keine Meinung dazu habt. Bitte, bitte schreibt das in die Kommentare, ich muss das wissen, damit ich das hier mehr in Zukunft für euch mache oder weniger. So, durch den Traubenzucker wird nun dieser Schleim ausgeleitet. Aber er hat noch einen anderen Effekt. Arnold Ehret war der Meinung, ob stimmt, weiß ich nicht, kann ich noch nicht prüfen, werde noch jahrelang selber dran forschen. Arnold Ehret war der Meinung, dass wir, um Eiweiß im Körper zu bilden, kein Eiweiß selber essen müsste. Sondern er ist der festen Überzeugung, dass sich aus Traubenzucker, dass wir aus Traubenzucker
diese Eiweiß bilden können, aus denen unser Körper besteht, also unsere Muskeln quasi. Und auch hielt er es für ein Problem, wenn wir zu viele weiße Blutkörperchen in uns hätten, die auch durch eine zu hohe Eiweißaufnahme entstehen. Er fände es besser, wir sollen viel mehr rote Blutkörperchen haben. Und da hat er eine interessante Kur gemacht. Er ist selber mal ein paar Wochen mit einem Kumpel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, hat also jeden Tag Sport gemacht und sich fast ausschließlich, weil ich gerade den Mampfelt habe, ernährt. Also nur Früchte. Dadurch habe sich, laut seiner eigenen Beobachtung, die roten Blutkörperchen, die für uns gesünder sein sollen, laut seiner Aussage, erhöht. Und zwar in so einem Maße, dass seine Hautfarbe richtig rot wurde. Dies sorgte dafür, dass Leute ihn von einem anderen Stamm hielten. Er sah aus wie ein Indianer, hat er gesagt. Und sei in dem Fall ja in einem gesündesten Zustand seines Lebens gewesen, so hat er das ausgedrückt. Und das heißt, wenn Menschen besonders blass sind, kriegen sie entweder gar keine Sonne ab. Das gibt's auch, die Menschen den ganzen Tag nur zu Hause hocken. Ich finde solche Menschen ganz schlimm. die haben dann zu wenig Sonne abgekriegt. Oder eben zu wenig rote Blutkörperchen. Das heißt, wenn ihr besonders bleichen Menschen vor euch seht und sagt, das sieht doch nicht gesund aus, dann habt ihr recht. Und wenn der noch Schuppenflechte hat, dann hat er zu viel Schleim und zu wenig Cholezalciferol, also Vitamin D3, in sich gebildet. War doch Cholezalciferol, oder? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, nicht, dass ich jetzt mit anderen Vitaminen verwechsle. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare, was der chemische Summenwurmelnamen, ach, was weiß ich, was der chemische Name für Vitamin D3 ist. Wenn ein Mensch ungesund aussieht, blass wirkt, dann ist er auch ungesund. Und deswegen sollte dieser Mensch mehr an die Sonne, mehr Vitamin D3 nehmen und mehr Weintrauben fassen. In Massen. Und dafür mehr auf Steak am Abend verzichten. So, ne? Also grundsätzlich, wenn ich was empfehle. Ich weiß, wir sind immens von der unterbewussten Programmierung abhängig und von der Gewohnheit. Ich weiß, dass es irrsinnig schwer sein kann, eine Ernährungsumstellung zu machen. Oder auch Fasten. Oder eine Diät. Das ist alles irrsinnig anstrengend. Und deswegen geißelt euch nicht mit der Peitsche im Rücken, dass ihr euch zwingt, da perfekt zu sein, sondern macht es in Ansätzen. Probiert es langsam aus. Und da habe ich auch wunderbare Essensveränderungen bei mir festgestellt. Zum Beispiel habe ich mein Leben lang Nudeln gegessen. Jetzt nicht das gesündeste Gericht. Tauscht man sie hingegen gegen Erbsennudeln oder gegen Linsennudeln aus, hat man ein deutlich gesünderes Gericht. Weiter Erbsen und Linsenmehl verwendet wird. Letztendlich ist das alles dreies Eiweiß, sowohl Weizen als auch Erbsen als auch Linsenmehl. Aber die haben halt gesundheitlichere Vorteile. Erbsen und Linsennudeln. Schmecken mir persönlich auch so blank für sich scheiße. Was habe ich gemischt? Sie einfach 50% gemischt. 50% Erbsennudeln, 50% normale Nudeln. Oder 50% normale Nudeln, 50% Linsennudeln. Ist nur ein Beispiel von vielen, wie ich mich da so manchmal rantaste. Das ist jetzt nicht das gesündeste Essen der Welt. Aber es ist so ein Beispiel, wie ich mich so ein bisschen rantaste. Oder anstatt keine Cola mehr zu trinken, was habe ich gemacht? 50% Wasser, 50% Cola und dann noch mit der Pipette Chlorophyll reingemacht. Um ein verhältnismäßig gesundes Getränk zu erhalten. Noch besser ist, wenn ihr das Heilwasser Fachingen probiert oder andere Heilwässerchen. 50% Heilwasser, sehr mineralienhaltig und Silizium drinne, was wiederum Aluminium ausleitet, sehr gut. Und dann auch 50% irgendein Softdrink, meistens auch ohne Zucker, dafür mit Süßstoff. Und dann noch Chlorophyll rein und ich habe ein relativ gesundes Getränk gebastelt, obwohl es immer noch nach Cola schmeckt. Das ist grandios. So taste ich mich daran. Ne? Oder ich esse halt zum Frühstück nur gesunde Früchte, während ich dafür zum Abendbrot noch Scheiße fresse. Also zum Mittag. Ich esse nur eine Mahlzeit sonst am Tag.
Ehret den Ehret. In dieser Kost ehre ich Arnold Ehret, indem ich das Wichtigste. Ich persönlich halte Wildkräuter für genauso wichtig als Früchte, auch nach deiner Meinung waren halt die Früchte das Wichtigste. Und das kann ich aus dem Veganismus heraus auch verstehen, weil gleich noch ein kleines Bild zum Veganismus. Die Mineralien und Vitamine, die in Früchten sind, weil wir kommen hier in Deutschland und in anderen nördlicheren und mitteleuropäischen Ländern nicht ganzjährig an Früchte, empfehle ich gerade im Winter Baumblätter. Ja, es gibt auch im Winter Bäume mit Blättern, zum Beispiel Tanne und Fichte, davon kann man die Nadeln essen, soll Vitamin C drin sein und ätherische Öle, wozu auch die gut sein sollen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, bin nicht in allem bewandert. Oder eben Gras, einfach mal Gras auskauen, Chlorophyll steht den ganzen Winter, Brennnessel stehen nahezu den ganzen Winter rum. Da wird im Winter die Natur versorgt durch Wildkräuter. Ich sehe, bis tief in den Herbst rein, fast in den Winter, steht noch Löwenzahn und wächst. Bis in den Herbst rein steht Giersch und wächst. Halte ich für genauso wichtig wie Früchte. Aber der Traubenzucker ist eben auch ein Entgiftungselement. Ja, köstlich, Wahnsinn. Wie lecker Zucker ist. Heute kaufe ich besonders nervig, damit ich Feedback von euch bekomme, ob das stört. Aber das mache ich nur, um euch zu nerven, sondern auch Appetit anzuregen. Damit ihr jetzt auf einmal Bock auf Weintrauben bekommt. Jetzt seht ihr, oh, da ist der Weintrauben, oh, könnte ich ja auch mal wieder. Versteht ihr? Ich verwende hier psychologische Beeinflussungstechniken, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das nehme ich genauso wie die Fernsehwerbung. Die leier da, 7 am Tag runter, kauf Snickers. Ich leier 7 am Tag runter, kauf Weintrauben. Wenn ihr im Laden überhaupt noch welche mit Kernen findet, esst die und zerkaut die Kerne. Dadurch erhaltet ihr den gesündesten Radikalfänger aller Zeiten eurer Blutbahn, OPC. Unbedingt am besten rote, dunkelrote bis bläuliche Weintrauben mit Kerne und diese, wenn auch etwas bitteren Kerne, so gut zerkauen, wie es geht und dann schlucken. Dann habt ihr OPC aufgenommen. Im Sommer könnt ihr auch an jeden Feldwegrand den riesen, ist das ein Busch oder ein Baum? Ich bin mir das heute nicht sehr sicher. Aber das Ding heißt Weißdorn. Sieht irgendwie wie so eine Kombination aus Busch und Baum aus. Ein kleiner Baum. Buschiger Baum. Von Weißdorn die Blüten oder die Blätter essen, habt ihr auch OBC in euch. Oder ihr kauft es als Supplement. Empfohlen von Robert Franz, dessen Buch ich auch empfehle. Ich habe es mir komplett durchgelesen. Das Fundament menschlicher Gesundheit heißt das Buch von ihm. Ich habe es von ihm geschenkt bekommen. Ja, hab mit ihm am Telefon gequatscht, hat er gesagt, kann ich kostenlos haben. Netter Mensch. Ich habe mit Robert Franz telefoniert. Sehr netter Mensch. OPC, leider kernlose. Ganz einfach. Ich schicke mal meine Mutter los und die findet gar keine Weintrauben mehr mit Kernen im Laden. Das ärgert mich. Ich hätte gerne mal wieder einmal mit Kernen probiert. Diese hier sind kastriert. Sind nicht mehr so ganz natürlich. Aber haben trotzdem Traubenzucker. Sehr wichtig. Sogar überzüchtet viel Traubenzucker. Weil die besonders süßen Züchtungen besonders gut ankommen bei uns. Was wieder den Vorteil hat. Und da werden wir den Schleim halt los. Ich gerade als Schuppenflechte aus meinem Ohr kratze. Ja, immer wenn ich meine Haare wachsen lassen durch die trockene Luft im Winter, wird meine Schuppenflechte stärker. Wenn ich in die Sonne gehe, dann noch schwitze, wenn mein eigener Schweiß über die Haut läuft und ich zusätzlich Vitamin D3 schlucke, geht's weg. Meine Schuppenflechte im Sommer immer. Aber im Winter und im Frühling noch, dann nervt's ein bisschen. So. Ich esse noch sehr ungesund. Ich esse noch viele Süßigkeiten, also ungesunden Industriezucker und natürlich auch noch viel Eiweiß und stärkehaltige Nahrung zum Mittag. Gut. Aber ich bin zum ersten Mal zum Denken und zum Überlegen gekommen in dem Bereich, was ich da noch verbessern kann. Und da esse ich zum Nachtisch auch mal Früchte. Zum Mittagbrot. So wie gestern. Mache ich auch nicht, mich extrem wieder knechten. Ich mache dann nicht von heute auf Schlag alle meine Süßigkeiten zulassen, habe auch 2 Drittel Süßigkeiten weggenommen und das mit 2 Drittel Früchten aufgefüllt. Und schon war mein Mittagessen gestern gesünder. Da
Dafür gab es als Hauptspeise Stärke mit Eiweiß. Kartoffelbrei mit Bohnen. Wo so eine leckere Western-Soße dran ist. Chili-Bohnen heißen die, aber sind kein bisschen scharf. Gibt's bei Kaufland, glaube ich. Heißen Pinto-Bohnen. Könnt ihr mal probieren, sehr köstlich. Stellt fast schon meine Hauptnahrung dar. Also nur durch Arne und Erit geleitet geißle ich mich jetzt nicht mehr und mache von heute auf morgen Eiweiß komplett von meinem Speiseplan weg, weil da würde ich verhungern. Weil Eiweiß macht halt sehr satt und ich lasse Fett grundsätzlich aus meinem Leben weg, sonst würde ich noch Fett sehr satt machen und nicht schwer am Magen. Aber ich habe mir vor Jahren High Carb Low Fett angewöhnt durch die Veganer. Ja, was haben die Veganer jetzt wieder mit Früchten zu essen? Ja, Veganer haben Folgendes festgestellt. Bei der ewigen Suche nach dem ewigen Rätsel, was sind wir Menschen? Fleischfresser, Pflanzenfresser oder Allesfresser? Ich bin bei meiner Forschungssuche zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zwar Allesverwerter sind, aber überwiegend nicht nur Pflanzenfresser, sondern sogar Spezialisierte. Was meine ich mit spezialisiert? Naja, ein Vogel ist zum Beispiel auch ein spezialisierter Pflanzenfresser. Der hat eine bestimmte Schnabelform, manche spitz, manche gebogen. Und diese Schnabel dienen grundsätzlich erstmal dazu, Körnerhülsen zu schälen und die dann zu verwerten. Deswegen ist ein Vogel hauptsächlich ein Körnerfresser. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch mal einen Abstecher macht in andere Richtungen und auch mal ein Blatt isst. Oder sogar ein Stück Fleisch. Wenn Sie, ich habe sogar Blätter und Fleisch gegessen, als auch Tee getrunken und ist in den Teller gesprungen. Also mein Vogel hat alles gefressen, den ich hatte. Eine lange Geschichte. Da könnt ihr euch Geschichten erzählen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch mein ganzes Video, mein Erlebnis mit meinen Wellensittichen, die ich fast 2 Jahrzehnte in meinem Leben besessen habe, erlebt habe. Also sie schrecken auch nicht vor Fleisch zurück. Aber hauptsächlich 90% der Nahrung sollte aus dem bestehen, worauf sie spezialisiert sind. Und das sind bei manchen Vögeln, vor allem bei Wellensittichen, sind das Körner. Natürlich gibt es auch Raubvögel und so, die haben dann wieder ein anderes Verdauungssystem. Aber ich meine jetzt eher diese kleinen Vögelchen, die fast alle irgendwelche Körner und Samen und auch hin und wieder mal Früchte essen. Das sind auf jeden Fall spezialisierte Körneresser. Wir Menschen sind spezialisierte Fruchtesser. Die allgemeine Forschung ist der Meinung, dass unser Gebiss perfekt für Früchte angepasst ist, dass wir die zerkauen, zermahlen und schälen können. Das seht ihr auch beim Affen, der wunderbar schon mal die Banane mit dem Mund schält. Aber wir können halt perfekt Frucht essen. Wir haben keine Reiß- und Fangzähne, weswegen wir eher keine reinen Fleischesser sind. Und wenn du Probleme hast mit pflanzlicher Nahrung und dir tierisches Eiweiß besser bekommt und du deswegen nicht davon abweichen möchtest, empfehle ich dir, was für deine Darmbakterienkulturen zu tun. Nur mal so am Rande. Andere Darmbakterien und schon kannst du vielleicht wieder andere Dinge verdauen. Wir haben nämlich meistens durch zu hohen tierischen Eiweißkonsum und durch zu hohen Zuckerkonsum die gesunden Darmbakterien alle kaputt gemacht und dann können wir mittlerweile gar keine Früchte mehr verdauen. Da haben manche Menschen große Probleme mit. Und das liegt an den Darmbakterienkulturen. Kümmere dich darum. Friss Wildkräuter wie ein Irrer und nimm Probiotika. Gibt auch natürliches Probiotika, indem ihr einfach Sauerkraut selber herstellt. Da haltet ihr auch diese dafür nötigen Mikroorganismen. Nur mal so als Randtipp. Auch unsere Zähne sollen perfekt für Früchte zum Zerkauen, zum Schälen und Zermahlen geeignet sein, als auch unser Gebiss, als auch unsere Augen perfekt für das Sehen von Früchten, ob die reif sind, geeignet sein sollen. Wir haben nämlich 3 sogenannte Zäpfchen, während andere Tierarten nur 2 Zäpfchen haben und nicht alle, nicht das gesamte Farbspektrum sehen sollen können. So sollen Hunde zum Beispiel nur bläulich sehen und schwarz-weiß und so. Die Farbe Rot sollen Hunde gar nicht wahrnehmen können. Das liegt daran, dass Hunde in der Dämmerung sehen können müssen und sich unterwegs was fangen. Deswegen sind Hunde auch teilweise Tieresser, obwohl man Hunde mit ihrem Verdauungssystem durchaus vegan ernähren kann. Durch Früchte und komprimierte pflanzliche Eiweiße. Aber Hunde haben durch ihre Fang- und Raubzähne und durch ihr instinktives Verhalten schon eher eine Tendenz, Richtung Fleischesser zu gehen. Während Katzen und solche Tiere dann vollständig Fleischesser also sind Hunde wie wir Menschen relative 50-50, aber keine reinen Fleischesser. Aber die brauchen nicht die reine, aber sind keine spezialisierten Fruchtesser, die können nur bläulich sehen und grünlich. Wir Menschen können rot und orange sehen. Mit unserem dritten Zäpfchen im Auge, laut Biologie. Und dadurch können wir sehen, ob eine Frucht reif ist. Ist sie grün, essen wir sie lieber nicht. Ist sie hingegen rot, ist sie reif und können wir sie essen. Das heißt, sogar von unseren Augen her sind wir spezialisierte Fruchtesser. Zuerst vom Gebiss
Und dann auch noch von den Augen her. Also ich kann die Früchte perfekt kauen. Ja, lässt sich gut kauen. Sogar vollständig. Ohne dass was Faseriges zurückbleibt. Ja, ich glaube, ich bin eine Fruchtesser. Beinharte, negativ eingestellte Fleischesser sagen, machen sich lustig über Veganer. Mein Zuschauer Licky macht das am allerliebsten. Er sagt, ich soll auf die Wiese gehen und grasen, wenn ich Pflanzen so sehr mag. Dann denke ich mir, nein. Das sind wir nicht. Wir sind keine Grasesser. Wir sind keine spezialisierten Pflanzenesser. Denn um Grasfasern zu zerkauen und zu verdauen, bräuchten wir einen Wiederkäumechanismus und mehrere Mägen. Und müssten sogar teilweise Steine schlucken. So schwer sind manche Blattfasern zu verarbeiten. Wir sind keine reinen Blattfresser. Das merke ich immer wieder bei Wildkräutern, wie fasrig das teilweise wird. Brennnesseln und Kirsch geht gerade noch so, wobei Kirsch auch schon sehr fasrig ist. Aber Gras kriegen wir so gut gar nicht, wie gar nicht verdaut. Und das muss man dann ausspucken. Aber ich kann empfehlen, Gras zu kauen. Fast alle Grasarten sind meiner Meinung nach essbar und nicht giftig. Und um das Chlorophyll und die Mineralien rauszugewinnen, und dann, was sich dann im Mund als Fasern ansammelt, auszuspucken. Klar, man kann es auch einfach hinterschlucken und dann geht es so unverdaut wieder raus. Aber ich würde es lieber ausspucken. Pflanzenfasern, die ja nicht zerkaut kriegt. Aber Früchte kriegt tipptopp zerkaut. Auch die Schale. Weintrauben haben so eine Schale, so ein bisschen plastisch. Ein bisschen hart und fett wie Plastik. Haben so eine fette Oberhaut, Weintrauben. Und ja, sehr gut abwaschbar, by the way. Und auch hier können wir sehen, ob sie reif sind. Sind sie rot, sind sie reif. Sind Äpfel rot, sind sie reif. Sind Birnen einigermaßen rot, obwohl es auch grüne Sorten gibt, dann sind sie reif. Ist eine Apfelsine orange statt grün, ist sie reif. Ist eine Zitrone gelb statt grün, ist sie reif. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gelb, orange und rot sehen können. Mit unseren spezialisierten, auf Fruchtnahrung ausgelegten Augen. Und sie dann zu essen und zu kauen, mit unseren spezialisierten, auf Fruchtnahrung ausgelegten Gebissen. Wir sind spezialisierte Pflanzenfresser. Wir sind nicht nur Pflanzenesser, sondern sogar spezialisierte Pflanzenfresser. Aber das Gebiss und die Augen sind nur ein Hinweisschild. Der Darm ist das dritte. Dazu komme ich gleich. Ich hoffe, ihr bekommt Appetit auf Weintrauben. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Na, habe ich es geschafft? Schreibt in die Kommentare. Habe ich euch dazu jetzt gebracht, Weintrauben zu kaufen? Tut es! Tut es! Tut es! Tut es! Ach ja, ich liebe es, Leute zu missionieren und zu zwingen. Zu ihrem Glück. Köstlich, so eine Weintraube. Sorry, falls das Mikro erschaut haben sollte. So, ja. Wo war ich stehen geblieben? Unser Darm ist relativ lang. Je länger der Darm, umso länger kann er Nahrung verdauen und zersetzen. Das ist besonders bei fasriger Pflanzennahrung sehr wichtig. Wir Menschen haben einen relativ langen Darm. Katzen, Leoparden, Pumas haben einen relativ kurzen Darm, damit das Fleisch schnell rausgeht. Wir haben einen relativ langen Darm, um auch pflanzliche Kost sehr gut verdauen zu können und zähe Fasern. Je länger etwas im Darm zersetzt wird durch Enzyme und Säuren etc., Bakterien, bla bla bla, umso eher kann die Nahrung aufgespalten und für uns verwertet werden. Da wir einen relativ langen Darm haben, ist das ein sehr gutes Hinweisschild darauf, dass wir für pflanzliche Nahrung ausgelegt sind. Augen, Gebiss, Darm weist darauf hin, dass wir A, Pflanzenfresser sind und B, Spezialisierte. Wie kann es dann sein, dass sich manche Menschen Jahrzehnte nur von Fleisch und Eiern ernähren und auch irgendwie überleben und über die Runden kommen? Könnte man da nicht meinen, wir sind Fleischesser? Nö. Wir sind alles Verwerter. Wir haben den zusätzlichen Effekt, dass wir auch tierische Proteine aufspalten und für uns verwerten können. Das lassen unsere Säuren, Bakterien und Enzyme auch zu, damit wir gerade in pflanzlich schlechten Zeiten, wie in den höchsten Norden des Planeten, wo viel Schnee liegt und Mammuts laufen, was für ein Klischee, das Klischeebild vom Winter und Mammuts mit dickem Fell und Säbelzahntiger mit dickem Fell in der Eiszeit,
wo Pflanzen knapp werden, damit wir als Rasse nicht aussterben. Deswegen können wir zusätzlich mit unseren Verdauungsenzymen tierische Nahrung aufspalten und trotzdem mitverwerten. Tja, aber ausnahmslos alles, was tierischer Herkunft ist, sauer verstoffwechselt wird. Das heißt, den pH-Wert unseres Blutes drastisch nach unten ballert, ist davon vor allem eine Masse gänzlich abzuraten. Denn wirklich wahrhaft gesund und wenig schleimbildend sind wir, wenn wir uns auf Früchte und deren Traubenzucker, woraus wir sogar Eiweiß bilden können sollen, laut Arnold Ehret, drauf zugreifen. Sollten wir lieber hauptsächlich solchen Satz anfangen schon wieder vergessen. So, ich bin gleich fertig. Für die, die es nervt, noch 2 Löffel. Köstlich. Kauft jetzt Weintrauben von Danone. Kauft Weintrauben von Coca-Cola. Kauft Weintrauben von der Firma Maus. Werbung. Die Müllermilch. Ich meine, die Müller Weintraube. Kauft jetzt. Ich hoffe, ich habe jede Menge Assoziationen bei euch im Kopf ausgelöst. Schade, schon alle. War noch heute nur 199 Gramm laut meiner Waage. Das war's. Für die, die es nervt. Und waren 139,3 gesunde Kalorien. Und der Wassergehalt macht auch noch wach ohne Ende. Ja, vom lieben alten UFO-Mann LB, ein Streamer, der vor Jahrzehnten mal gestreamt hatte, bin ich auch noch auf die Wasserkur gekommen. Japaner machen angeblich sowas wie eine, oder generell Asiaten machen sowas wie eine Wasserkur. Damit steht man früh aus und trinkt erst bei 1,5 bis 1 Liter Wasser, um den Körper zu hydrieren und alle Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen und alle Schleime und Gifte raus zu befördern. Ich kann jedem empfehlen, frühs nach dem Aufstehen erstmal mindestens 1,5 Liter Wasser relativ schnell zu trinken. Und ihr werdet merken, dass ihr davon sehr wach, klar und fit werdet und dann irgendwelche anderen Munterwacher wie die Zigarette am Morgen oder einen Kaffee ja nicht mehr braucht. Ja. Gut. Kommen wir wieder zu Professor Dr. Arne Ehret. Mach ich mal wieder hier aus. Sekunde. Mach ich mal wieder. Ja. Hier empfehle ich nochmal seinen Wikipedia-Eintrag. Und jetzt zeige ich euch noch eine zweite Seite. Ist auch nicht hübsch. Jetzt zeige ich euch noch eine zweite Seite. Und zwar, wo habe ich die ganzen Informationen her? Von seinem kostenlosen Hörbuch auf YouTube. Da ist es. Ein YouTuber, YouTuberin, YouTuberInnen, brav gegendert, deswegen Joseph Burger, Berlin Jana Audiobooks, hat das Buch selbst eingelesen. Ich fand es als Hörbuch zumindest nicht auf YouTube. Ich weiß nicht, ob seine Bücher vertont wurden. Aber hier hat quasi ein Laie vorgelesen, eine Frau. Aber hat das unglaublich gut gemacht, mit wenig Fehlern, wenig Versprechern, mit einer angenehmen Stimme und Tonlage. War für mich ganz erträglich. Und da habe ich mir schon etliche Kapitel reingezogen. Ich bin noch nicht ganz durch. Wie viele Kapitel habe ich denn? Ich bin schon reingezogen. So, der anderen Blades waren es eigentlich mehr. So knapp 10 vielleicht. Oder knapp über 10. Irgendwie so. Nee, Moment, das ist gelogen. Ach, es gibt ja noch 10 Kapitel. Nee, dann haut's hin, dass ich auch 7 habe. Also quasi habe ich das Hörbuch 2/3 durch. Ich dachte, es wären 14 Kapitel oder so und ich hätte 10. Nee, es sind 10 Kapitel und ich habe 7. Zumindest YouTube-Videos, in YouTube-Videos aufgeteilt, ja, zur Rechten. Ich zoome mal ran, weil ihr die Schrift wahrscheinlich nicht erkennen werden könnt. Bei 360p. Ja. Ja, kann ich empfehlen. Hat unglaublich Spaß gemacht. Geht auch nicht allzu lang. Jedes Kapitel eine halbe Stunde. Da seid ihr dann 5 Stunden durch. Das ist für ein Hörbuch relativ kurz. Und es ist eines der besten und wichtigsten Bücher, die ich je in meinem Leben gehört habe. Warte mal, habe ich das jetzt drin? Ja. Und ja, die Frau hat das unglaublich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das von der YouTuberin selber ist oder von einer anderen Frau. Auf jeden Fall unglaublich gut eingelesen. Hat von mir auch ein Like bekommen.
Ja, und sie hat das Bild aus Wikipedia genommen, wie offensichtlich ist. Ich finde das Bild sehr hübsch. Es ist eine Originalfotografie, also erlebt schon zu Zeiten, wo die Fotografie schon entstanden ist. Das heißt, es ist kein gezeichnetes Foto. So kann man sich einen richtig guten Eindruck von den Menschen machen. Sie hat das alles gelehrt, empfohlen, selber ausprobiert hat. Leider gab es keine Farbfotografie. Ich hätte gerne mal seinen Hautton gesehen, seine gesunde Haut. Und ja, was die YouTuberin hier gemacht hat, ist etwas ganz Interessantes. Nämlich das, was ich gerade gemacht habe, indem ich euch etwas vorgegessen habe. Sie hat eine Kiste mit Gemüse im Hintergrund eingeblendet, das die ganze Zeit gesehen wird, wenn ihr das Hörbuch euch anschaut, während es gesprochen wird. Das beeinflusst auch immens. Ich bekomme da Hunger ohne Ende. Und das sollte man uns eigentlich die ganze Zeit in der Fernsehwerbung, den ganzen Tag vor der Nase halten. Leckeren Grünkohl, Gurken, Möhren, Erdbeeren, Tomaten, Orangen, Mangoldsalat, glaube ich, ist das hier links, weiß ich nicht genau. Verschiedenes. Ach ja, übrigens, ihr könnt von Möhren auch das Gras verwenden. Wascht das kräftig ab, haut es durch die Presse, macht euch einen Saft drauf, habt da Wert von Chlorophyll. Ich kann jedem empfehlen, auch das grüne Gras von der Möhre mit zu essen. Mit am gesündesten innerhalb dessen, was wir als Gemüse bezeichnen in der Gesellschaft. Da sind die zwei gesündesten Gemüse, beziehungsweise mit gesündest ist gemeint, dass da die höchste Nährstoffdichte ist und die wichtigsten Stoffe und in einer hohen Konzentration, ist tatsächlich der Grünkohl und der Brokkoli. Das sind zwei Superfruits. Bei Brokkoli muss man im Laden aber auch immer aufpassen, dass der schön, das Brokkoli schön dunkelgrün ist und nicht so hellgrün blass. Damit er viel Chlorophyll gebildet hat und viele andere Nährstoffe. Je dunkler, je höher die Nährstoffdichte. Deswegen sind auch Brennnessel zu essen, zu empfehlen, die schon Richtung Schwarz gehen. Mehr Nährstoffe geht nicht. Und innerhalb von Gemüse habt ihr die höchste Nährstoffdichte und die gesündesten sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralien innerhalb von Grünkohl. Ich glaube, das hier unten rechts könnte Grünkohl sein auf dem Bild. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sagt mir mal, ob das Grünkohl ist. Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich nie welchen esse. Warum, wieso, weshalb, das sage ich euch gleich. Aber ihr solltet den bitte essen. Und Brokkoli, den ich wiederum in Massen esse. Da ist das Wichtigste überhaupt. Esst Brokkoli, 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 Brokkoli. Und zwar beides, und dazu komme ich jetzt, roh. Denn durch den Kochvorgang zerstört ihr sehr viele Nährstoffe. Und deswegen müsst ihr das roh knabbern. Als Vorspeise oder als Salat. Wie ihr wollt, aber esst es bitte roh. Oder nur maximal leicht gedünstet. Wenn man es ganz leicht dünstet und noch relativ viel Farbe im Brokkoli bleibt, dass er noch richtig saftig aussieht, nur gegart, dann sind da auch noch ein paar Nährstoffe drin. Aber wenn der so richtig stundenlang durchgekocht wird oder auf der Pizza geballert, dass der dann so moosgrün, armeegrün wird, so gelb und gelb und bräunlich, dass schon gar kein Leben mehr drin ist in der Pflanze und habt das zu lange gekocht, dann habt ihr nur noch ein paar Mineralien, das war's. Aber ihr habt dann nicht mehr die Vitamine und vielen anderen Pflanzenstoffe, die sich da so drin befinden. Und das ganze Chlorophyll ist dann auch dahin. Auch aus Chlorophyll bildet sich wahrscheinlich neues Blut im menschlichen Körper, weil es ziemlich ähnlich dem menschlichen Blut ist. Aber Vorstadt bitte selber mehr drinnen. Ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall, ja, warum esse ich keinen Grünkohl? Aufgrund von Traumata in meiner Kindheit. Also ich musste immer Grünkohl völlig zerkocht essen. Hat wie ein Schuhkarton geschmeckt, nach gar nichts, war bitter ohne Ende, hat mich bekotzt und seitdem habe ich ein Traumata. Grünkohl als leckeres Nahrungsmittel habe ich auch vor kurzem für mich entdeckt und generell sehr viele Früchte und Gemüsearten. Als ich erkannt habe, dass wenn man die alle nicht kocht, geil schmecken. Also mir schmeckt jedes Gemüse. Spargel habe ich roh probiert, Spinat habe ich roh probiert. Und als ich das alles roh gegessen habe, habe ich gemerkt, das ist aber alles lecker. Jetzt schmeckt mir das. In meiner Kindheit mochte ich Gemüse nie und wollte es nie essen, weil die das zerkocht haben, seitdem nicht mehr schmeckt. Das schmeckt total scheiße. 90% aller Gemüsesorten schmecken mir im gekochten Zustand absolut widerlich. Unerträglich. Ich verkrafte vielleicht ein paar Erbsen, ein paar Möhren gekocht und dann hört es auch schon fast auf. Auch Spargel ist gekocht, so eine Sache, verkraft die gar nur mit viel Salz. Aber Spargel roh, geil, schmeckt richtig säuerlich. Ist viel Vitamin C drin. Einfach mal eine Spargelstange roh knabbern. Und ich bin mit der felsenfesten Überzeugung, aber ich muss mir mal mitbringen lassen oder selber einen in meinem Garten, in meinem kleinen Mini-Hofgarten züchten, meinen Grünkohl mal roh probieren. Schmeckt sicherlich auch fantastisch. Bis jetzt hat mir roh alles fantastisch geschmeckt. Auch die relativ bitteren Wildkräuter schmecken roh fantastisch, wenn ich Löwenzahn esse. Brennnessel, Giersch, das schmeckt mir alles. Oder, was ich jetzt noch nicht selber pflanze, aber früher auch immer gerne gegessen habe, war der Wegerich, der Breitwegerich, häufiger zu finden noch der Spitzwegerich oder die Wegwarte, das war alles lecker, weil roh. Also,
Ich bin ja komplett für die vegane Rohkost. Also ich bin komplett Befürworter dessen. Aber in meiner eigenen mentalen Schwäche, meinen Traumata, meinen körperlichen Gebrechen, meiner Programmierung, meiner Wahrnehmung, meinem Unterbewusstsein, meinem ganzen Sein, bin ich noch nicht in der Lage, so perfekt zu essen, wie man essen sollte. Auch ich esse noch gekochte Nahrung, ich esse auch noch hin und wieder ein tierisches Produkt, wenn auch äußerst selten. Alle paar Monate mal ein bisschen Käse, alle paar Wochen ein paar Eier. Bin da kein Heiliger. Ich lasse mich nicht heilig sprechen. Ich spreche nicht heilig. Ich will es auch gar nicht anders haben. Mir tut das gut, so wie es jetzt ist. Aber befürworten, wenn ich es mir aussuchen könnte und empfehlen, was ich anderen raten würde, wäre die 100% vegane Rohkost. Oder auch Nüsse roh essen, Früchte roh essen, Gemüse roh essen. Dafür bin ich. Das sollte jeder Mensch, ich glaube, damit leben wir am allerlängsten. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Meinung haltet. Und jetzt mache ich mal die Kamera wieder an. Jetzt habe ich viel gestikuliert. Das wurde gar nicht gesehen aus. Das ist total unwichtig. Wichtig war, was ich gesagt habe. Und ja, das kann ich euch empfehlen. Esst roh bis zum Erbrechen. Esst rein pflanzlich, so gut es geht, oder eben so viel pflanzlich, wie es geht. Mit auch innerhalb des Pflanzlichen verhältnismäßig weniger Eiweiß und weniger Stärke. Ja. Da Stärke auch dieses Abfallprodukt entsteht, erzeugt, könnte es sein, dass wir auch dafür nicht gemacht sein. Denn woher kriegen wir die Stärke? Die Stärke kriegen wir meistens aus Knollen. Unterirdisch, wo wir gar nicht so rankommen als Menschen. Man muss doch mal herausfinden, dass man überhaupt die Knolle im gekochten Zustand essen kann von so einer Kartoffel. Aber das ist nicht das, was oben wächst. Wir sollten das essen, was oben wächst, was wir sehen. Natürlich nicht alles. Natürlich gibt es auch Giftpflanzen. Die oben, das Grüne von der Kartoffel soll giftig sein. Die Früchte und die Blätter. Aber allein schon, dass eine Kartoffel eigentlich eine Giftpflanze ist, wo wir sterben, wenn wir das Grüne essen. Allein das ist doch schon ein Hinweisschild vom Universum. Lass mal diese Pflanze lieber. Natürlich kriegen wir Energie ohne Ende, weil Stärke beim Stoffwechselprozess Energie liefert ohne Ende. Aber es erzeugt eben auch von diesen Schleim, weswegen wir von Kartoffeln von Anfang an hätten auch die Finger lassen sollten. Und lieber mal, dass es oben wächst. Ich habe zum Beispiel so eine Weintraube, die ich jetzt nicht mehr habe. Ich habe nur noch so 50 bis 100 Gramm für meinen Film nachher aufgehoben. Heute gucke ich nämlich wieder denselben Osterfilm wie letztes Jahr. Zu sehen auf meinem Essenskanal. Da mache ich immer so verschiedene Rituale und Filme und Nahrungs. Da. Auf meinem Essenskanal könnt ihr übrigens sehen, wie ich mich ernähre. Ne? Da zeige ich euch immer das ganze Essen. Und da esse ich, bestelle ich mir auch immer wieder mal noch eine Pizza am Laden. Besteht nur aus Fett und Zucker und ist total ungesund. Aber was haue ich mir auf die Pizza drauf? Spinat. Spinat, wie kommt das? Spinat, so ein Blödsinn. Meine Freundin ständig Spinatpizza frisst. Ich könnte eine reinhauen. Unterbewusst beeinflusst. Nein. Nee, ich hau mit der Brennnessel drauf. Ich züchte die in meinem Hof und mache dann erst Brennhaare ab und dann hau ich die mir auf die Pizza und esse Brennnesselpizza. Und wer das noch nicht von mir wusste, tja, dann hast du meinen Essenskanal noch nicht abonniert. Tu das jetzt. Vielleicht blende ich meinen Essenskanal ja auch irgendwo im Bildschirm am Ende des Videos ein. Tu es jetzt. Tu es. 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 Abonniere meinen Essenskanal und schau dir jedes Video an. Tu es. Like es und kommentiere vor allen Dingen auch dort. So, tu es. Ja, und dort zeige ich verschiedene Rituale und wie ich auch 3, 4, 5 Schoko-Osterhasen esse und dazu dann einen Salat oder so. Fettsalat oder nehme noch ein paar Vitamin C-Tabletten auf und Orangen und esse alles so kombiniert, so gesund wie möglich, bei so viel Sucht wie noch nötig. Ja. Und gut. Und nach all diesen Erklärungen versteht ihr jetzt, was ich am Anfang gemeint habe. Mit Schleim ist die einzige Krankheit, weil es was viele Krankheiten verursacht, Verursacher ist. Mit Fasten wirst du den Schleim wieder los. Da erneuern sich die Zellen. Werden sogar so regenerativ, dass sie gar nicht mehr absterben. Und das hat Arnold Ehret auch noch gesagt. Er hat sich gewundert, warum Ärzte immer empfehlen, viel Eiweiß essen. Das haben sie schon in seinem Jahrhundert gemacht, das machen sie auch in unserem Jahrhundert. Ärzte empfehlen sehr viel Eiweiß zu essen. Und er hat gesagt, Moment mal, so ein indischer Fakir fastet manchmal monatelang und verliert trotzdem seine gut durchtrainierten Muskeln nicht. Wo nimmt denn er das Eiweiß her? Na ganz einfach.
Er war der Meinung, wir müssen es gar nicht ersetzen. Wir müssen es einmal bilden und das war's. Klar, wenn wir Muskeln trainieren und neue Eiweißmassen bilden wollen, brauchen wir zusätzlich ein bisschen. Aber das gewinnen wir ja laut Arnold Ehret komplett aus Traubenzucker. Stimmt das? Schreibt's mir in die Kommentare, was sind eure heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu? Ich habe es erstmal als ausreichend wahr für mich angenommen, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Oder, aber wir müssten kein Eiweiß essen, um das zu tun. Oder, wenn, dann würde ich auch pflanzliches Eiweiß empfehlen, einfach meine Brennnessel oder Brennnesselsamen haben einen hohen Eiweißgehalt. Dann lieber da Muskeln trainieren als Fleisch, was euer Blut-pH-Wert sinken lässt und dadurch für Entzündungsherde und auch wieder Schuppen und all so ein Kram sorgt. Ach, ganz schlimm. Übrigens, wenn wir Früchte essen, was das vierte Hinweisschild ist, neben Augen, Gebiss und Darm, das vierte Hinweisschild ist, dass wenn wir Früchte essen, unser Blut basisch wird, statt sauer. Komisch. Könnte das ein weiteres Hinweisschild sein, dass wir uns lieber rein pflanzlich ernähren? Also es gibt heute Beweise ohne Ende, dass wir reine Pflanzenbasis sind. Für mich ist das Eis wie Drogen, wenn ich ein Ei esse. Das bin ich nicht. Ich bin ein reiner Pflanzenesser. Aber das ist, empfinde ich nicht als Nahrung im Sinne von, ich brauche das. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich esse zu Ostern gern mein Ei. Alles schön kleinreden. Ich esse verhältnismäßig vier Eier. Das ist etwas, was mir noch verhältnismäßig gut tut und ich noch für mich vor allen Dingen auch mental brauche. Aber da hat halt jeder sein eigenes Gebrechen und Traumata und Wahrnehmungen und Gedanken und Bilder. Aber brauchen, um Gottes Willen. Brauchen du mal Weintrauben? Brauchen du mal Orangen, Zitronen, Birnen, Äpfel? Ja. Und Gemüse vor allen Dingen auch, was oben wächst. Grünkohl, Brokkoli, Feldversalat, Eisbergsalat, einen Löwenzahn, eine Wegwarte, eine Giersch, eine Brennnessel, eine Taubnessel, ein Gundermann, ein Rosmarin, ein Thymian, ein Breitwegerich, ein Spitzwegerich. Ich kenne über mindestens 30 Wildkräutersorten. Ein Gänseblümchen. Klee. Ich hätte der Name nicht ein von der einen. Zum Beispiel auch noch Schafgarbe. Aber ich komme jetzt nicht auf den einen Namen. Weil ich sie selten esse. Vogelmiere, genau. Das habe ich gesucht. Esst eine Vogelmiere. Jo. Brennnessel, Taubnessel, Gundermann hat man schon. Die sehen nämlich alle drei sehr ähnlich aus. Also Kreuz, Blättler und Lippenblütler, sehr gesund. Finger weg von Pflanzen mit Knollen. Mit Zwiebeln sind meistens giftig. Schneeglöckchen, Maiglöckchen bitte nicht essen. Generell Zwiebelpflanzen würde ich davon abraten, nur schon, weil sie nicht schmecken. Also auch die Zwiebeln, die man essen kann, ich finde Zwiebeln jedes Mal auch wieder. Aber die haben halt Glöckchen, Schneeglöckchen, Maiglöckchen, die Glockenblume. Alle Glockenblütler, oder die meisten, viele Glockenblütler, die ich kenne, sind giftig. Deswegen lasse ich die Finger von Glocken. Aber viele Korbblütler und viele Lippenblütler sind essbar. Aber Finger weg, wenn es eine Glocke hat. Vor allen Dingen, wenn die noch schön saftig lila ist. Dann ist das sehr, sehr giftig. Wir hatten eine Brennnessel, mit der Lippenblüten auch lila sein kann, aber, also die Blüte kann lila sein, aber ist gesund. Aber wenn es eine Glocke ist, eine richtig schöne Glocke, als Blüte nicht essen, ist ein erster Hinweisschild. Ansonsten fragt mich in den Kommentaren, was noch essbar ist, oder kauft euch direkt ein Wildkräuterbestimmungsbuch. Gibt's bei Amazon für ein halbes Ei. Gut. Genau. Aber ich wollte jetzt gar nicht zu sehr nur über mein Wissen reden, sondern hauptsächlich nochmal zu Arnold Ehret kommen. Jetzt hatte er damals gesprochen von der sogenannten Bakterientheorie. So hatte er das genannt. Und ich glaube, die Ärzte und die ganzen Universitäten, was die lernen, ist immer noch die Bakterientheorie. Wo immer noch hauptsächlich Bakterien und Viren für eine Krankheit verantwortlich gemacht werden. Ich sage nicht, dass das komplett falsch sei. Ich sage nur, dass wir mal drüber nachdenken sollten, ob immer nur ausschließlich Bakterien oder Viren für Krankheiten
verantwortlich sind oder ob das nicht diverse Gifte mit dem Körper sind, die wir selber bilden und wo sich dann Bakterien besonders in der Nähe dieser Gifte sehr wohl fühlen. Das sollten wir mal oder denken. Und so kann man als Gegenthese seine Schleimtheorie bezeichnen oder seine These als Schleimtheorie bezeichnen, die gegen die Bakterientheorie spricht. Jetzt hat er sich aber damals schon vor 150 Jahren mit den allgemeinen Ärzten angelegt, weil die alle einen an der Waffel haben und null Ahnung von der Gesundheit und versucht, ihnen das beizubringen. Und ich glaube, das kam nicht gut an. Gehen wir mal nochmal auf seinen Wikipedia-Eintrag. So. Es ist interessant, wie gar nicht mal alt er geworden ist. Von 1866 bis 1922 sind jetzt nicht die meisten Jahre. Das müsste so 56 grob sein. Hat er sich etwa schlecht ernährt und ist zeitig gestorben? Mitnichten. Lesen wir mal was zu seinem Tod. Am 9. Oktober 1922 stürzte Ehret nach einem ausverkauften Vortrag, Thema Health Through Fasting, Deutsch Gesundheit durch Fasten, vor einem Hotel in Los Angeles rücklings mit dem Kopf auf den Asphalt. Er litt einen Schädelbruch und starb 56-jährig an dessen Folgen. Was sagt er dazu? Was für Zufall. Er ist gestürzt. Ich wollte nochmal den genauen Wortlaut lesen. Er stürzte. Von ganz alleine. Er ist ausgerutscht und aus Versehen tot. Wenn ihr mich fragt, ist der arme Mensch 56-jährig gestorben worden von Leuten, die ihn angegriffen und auf die Treppe geknallt haben, damit er seine wilden Thesen, die die Menschen gesund machen, nicht mehr weiter verbreiten kann. Ja, ich liebe eine gute Verschwörungstheorie, man kann nie genug davon überprüfen. Und gerade in Amerika hat er da wohl mit seiner Antibakterientheorie und Heilung durch Fasten in ein Wespennest gestochen, weil es auch damals schon große Pharmakonzerne gab, die sehr gerne Tabletten verkauft haben. Über die Tabletten äußert er sich in seinem Buch auch sehr, sehr scharf, dass das diese Vergiftungsgrad im Körper nur noch verschlimmert und jede Tablette eigentlich Gift ist. Nimm null Tabletten, der Punkt. Aber setz sie auch nicht von heute auf morgen auf einen Schlag ab, wenn du dich abhängig von den Tabletten gemacht hast. Das ist auch gefährlich. Dann die Dosis immer verlangsamen und auch ans Fasten langsam rantasten. Immer Stück für Stück Gifte raus und Stück für Stück Nahrung weg und dann kann man dann gucken, wie sich das macht. Auch wie ich gefastet habe. Dazu gibt es dann ein gesondertes Video, wo ich dann Stück für Stück vorlese, was ich erlebt habe. Und vor allen Dingen erkläre ich in dem Video auch die Zunge als Entgiftungsorgan. Was ich auf meiner Zunge schon beobachtet habe, ist der Wahnsinn. Ich hatte schon solche Vergiftungszustände, dass meine Zunge regelrecht blutig wird. Fotos davon liefere ich aber auch in einem anderen Video. Kleiner Teaser, es wird sehr eklig. Und also ich habe schon eine extrem blutige Zunge mit allen Krankheitserscheinungen gehabt und 2 Tage gefastet und ich hatte die sündeste Zunge der Welt. Aber das ist nur ein kleiner Teaser, was ich so erlebt habe, wie es mir ging vor allen Dingen. Und was für ein Endergebnis ich hatte, das erkläre ich dann in einem reinen Ich-habe-gefastet-Video hier auf dem Kanal nach Arnold Ehret mit der Unterstützung von Traubenzucker. Reinem Traubenzucker und sonst gar nichts. Davon auch nur sehr wenig. Es ging wirklich darum, ja, immer 23 Stunden gar nichts zu essen und dann ein bisschen Früchte und dann wieder 23 Stunden gar nichts und dann wieder ein bisschen Früchte. So ungefähr lief dieses Fasten ab. Und da habe ich meine Zunge jeden Tag beobachtet, meinen Körper beobachtet, meinen Schlaf beobachtet, wie ich tagsüber drauf war, beobachtet. Und da gibt es dann ein eigenes, eventuell wieder sehr langes Video nur allein dazu. Also er hat mich zum Fasten motiviert, er hat mich zum Weintraubenessen motiviert, da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Unabhängig davon, ob seine Thesen, die ich mal schlichtweg auch gar nicht beurteile, groß, unabhängig davon, wie wahr sie sind, oder ob sie nur relativ wahr sind, oder vollständig wahr, oder gar nicht wahr, das ist egal. Wichtig war nur,
dass der Herr Ehret mich dazu motiviert hat, endlich mal zu fasten, denn dass das gut ist, das hat auch schon Arte herausgefunden und eine Dokumentation gedreht, aber die bei Arte nicht mehr hochgeladen ist, sondern bei jemand anderem. Und das verlinke ich. Und da gibt es noch eine andere Dokumentation über das Fasten, die verlinke ich wahrscheinlich auch. Die bitte vollständig anschauen. Denn durch Fasten kann man spielend Krebs heilen. Das haben die Wissenschaftler und Ärzte bei Arte herausgefunden. Das ist keine Behauptung von mir. So, keine reine Behauptung zumindest. Und tja, wenn der Arnold Ehret dann schon vor 150 Jahren mit so wilden Theorien um die Ecke kommt und die Pharmakonzerne dann weniger Tabletten verkaufen, weil die Leute dann gesund werden, einfach nur durch nichts essen, dann kommt das nicht so gut und da ist er natürlich, hat es halt um die Ecke gebracht worden. Man stürzt nicht einfach so. Das war schon ein großer Zufall, wenn jemand nach so einem wichtigen Vortrag rein zufällig genau dann stirbt. Nee, hat sich einer gekascht, der den Vortrag gesehen hat und den ich abgründe. Das ist ganz offensichtlich und logisch. Gut, das ist einer meiner größten Propheten. Ansonsten habe ich von lieben Dr. Rüdiger Dahlke schon sehr viel über das Nutzbringen vom Fasten gelernt, der es auch in seinen Büchern predigt. Kann da Bücher wie Peace Food empfehlen oder auch Krankheit als Symbol. Von Rüdiger Dahlke kann ich erstmal blind empfehlen. Auch wenn ich nicht vollständig gelesen habe. Und ja, Peace Food im Sinne von Friedensfutter. Kein Schlachten mehr der armen gequälten Tiere in Schlachthäusern. Ganz schlimm, was da abgeht. Oh. Einmal gesehen, was in einem Schlachthaus passiert und du kannst kein Fleisch mehr essen, weil jedes Mal in Ohnmacht fällst dann. Das ist ganz widerlich, was da abläuft. Und ja, dementsprechend tue ich das. Ich esse keinen Tierkörper mehr. Ich bin vollständiger Vegetarier, aber noch nicht vollständig vegan. Das muss man an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Und ich habe bald eine Dekade geschafft. Das heißt, April nächsten Jahres ungefähr lebe ich 10 Jahre komplett fleischfrei. Und fast tierkörperfrei, wenn die nicht ab und an mal Gelatine mit dem Kuchen gemischt hätten, ohne dass ich es merke, wäre ich 10 Jahre komplett tierkörperfrei gewesen. Aber in Backwaren stecken die auch mal so aus Schweineborsten, Cystein, Protein, irgendein Enzym, Cystein aus Schweinehaaren mit hinein oder Gelatine aus Schweinefett mit hinein. Da muss man aufpassen. Das ist sehr schwer. Also wenn du zum Bäcker gehst und Donuts frisst, hast du Schweinkörper gegessen. Wenn du im Laden ein Brot kaufst, isst du Schwein. Das musst du wissen. Denn auch im Brot steckt mehr Schwein drin, als uns gut ist. Da muss man nämlich mal gucken, bei 90% der Brote steht immer drauf, Diglyceride von Speisefett, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Und das kann tierisches Fett sein. Und man weiß es nicht. Das kann auch im Pflanzlichen sein. Aber somit steckt Schwein im Brot, Schwein in Gummibärchen, Schwein in Donuts, Schwein auf Kuchen und Rind. Und das muss man wissen, wenn man vermeiden möchte, Tierkörper zu essen. Und deswegen sollte man sich lieber Torten kaufen, wo direkt so groß vegan draufsteht. Koppenrad und Wiese hat da schon mittlerweile. Geht da schon in eine sehr gute Richtung. Stellt sich meine Freundin dann immer zum Geburtstag. Könnt ihr auch auf ihrem Kanal, den man eigentlich auch fast überwiegend als Essenskanal bezeichnen könnte, euch ansehen. Oder in meinen Geburtstagsvideos, die ich auch hier auf diesem Kanal filme. Aber du abonnierst jetzt meinen Essenskanal, falls das noch nicht geschehen ist. By the way. Oh, da verlinke ich vielleicht jede Menge im Infokasten. Ich muss mir meine Liste machen, was ich alles verlinken will. Das ist Wahnsinn. Gut. Also für mich ist der arme Herr gestorben worden. Ob stimmt, wir haben jetzt 150 Jahre kriminologisch nicht mehr aufklamüsern können. Und ja. Soll ich euch noch was vorlesen? Ja, komm. Zum Abschluss. Ich glaube, ich habe auch alles gesagt, was gesagt werden sollte. Zum Abschluss lese ich dann noch ein bisschen was vor aus dem Wikipedia-Beitrag. Oder ergänze vielleicht, weil manchmal lügt Wikipedia auch ganz stark. Aber hin und wieder kriegt es auch sogar Wikipedia hin, Dinge neutral darzustellen. Ernährungsthesen, Veröffentlichung. Machen wir mal. Moment, habe ich es auch? Moment, ich will noch mal prüfen, dass es auch aufnimmt. Ja.
Moment. Eretz Ernährungsthesen verstehen den menschlichen Körper ganz im Sinne des Expressionismus als Sauerstoffmaschine. Die Maschine benötige zum Basisbetrieb Sauerstoff, nur Sauerstoff, Fasten. Alles Schleimige schade ihr, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Reis etc. Der ideale Begleiter des Sauerstoffs war in Eretz Vorstellung möglichst reiner Fruchtzucker, wie er an Obst vorkommt. Seine empfohlene Diät für jedermann ließ neben Obst nur Nüsse und solche Gemüsesorten zu, die keine Stärke enthielten. Sein 1911 geschriebenes Buch Kranke Menschen, der gemeinsame Grundfaktor im Wesen aller Krankheiten, des Alters, des Alterns und des Todes, brachte diese Idee auf den Punkt und wurde, übersetzt ins Englische, ein Bestseller in den USA. Andere Veröffentlichungen folgten, unter anderem die schleimfreie Heilkost, für alle, die gesund werden und gesund bleiben wollen, eine Methode, sich gesund zu essen, 1923. Null? Kam ja auch nach seinem Tod raus. Allgemeiner Lehrbrief für Faster und Gesundesser mit Anweisungen über schleimlose Diät. Bellinzona 23. Lehr- und Fastenbrief, praktische Nutzanwendung zu kranke Menschen und Lebensfragen, 1923. Verjüngung auf natürlichem Wege, 1924. Also schon sein Tod erschienen, ist ja interessant. Oder siebt, man muss bei Wikipedia aufpassen, ne? Das ist nicht immer alles 100%. Die haben nicht auch nicht immer alle Informationen. Wann, wo, wie, was. Ja. Und das schleimfreie Heilkost, das habe ich mir ja nun zu zwei Drittel reingezogen und ich freue mich schon auf die letzten drei Kapitel. Ihr werdet sehr viel über die Zunge lernen. Und ja, Sauerstoff, da hat er auch noch was Interessantes erzählt, was ich jetzt noch mal mit aufzählen könnte. Aha, aber vorher lese ich das noch vor. Comeback und Wertung. Seine industriekritische Grundhaltung und ganzheitliche Sicht auf einen reinen Körper erlebte in der Hippie-Bewegung der 1960er Jahre ein Comeback. Unter anderem war der Apple-Gründer Steve Jobs ein Anhänger des Eretismus und ernährte sich jahrelang nur von Obst und Säften. Für viele Menschen gilt Eretz als einer der Begründer moderner Rohkostdiäten. Eretz Einfluss beschränkte sich im Wesentlichen auf die USA. Sein Name wurde in der deutschen Presse der Zeit selten erwähnt. Die Londoner Times nahm Arnold Eretz mit keinem Artikel wahr. Ja, war klar. Okay, das war auch noch ganz interessant. Genau, Sauerstoff, dazu will ich auch noch kurz was erzählen. Dann schalte ich erstmal wieder mich ein. Ihr könnt mir auch sagen, Moment, das war es nicht. Ihr könnt mir auch sagen, was ihr lieber habt. Dieses ständige Umswitchen von Kamera, wo ihr mich in wunderschöner, größter Pracht seht, und den Artikeln, oder ob ich dauerhaft Artikel einblenden sollte und mein Kamerabild oder klein oben in die Ecke da machen soll. Sagt mir das, was ihr lieber habt. Kamerabild in Ecke oder hin und her switchen zwischen meiner Schönheit in groß oder den Artikeln, die ich euch zeige. So. Er hat was ganz Interessantes gesagt, wo ich auch nicht weiß, ob es stimmt, aber es ist ein interessanter Gedankengang. Das Herz schlägt und pumpt. Laut unserer heutigen Wissenschaft und unserer heutigen Schulmedizin und unserer heutigen Ärzten schlägt das Herz von ganz allein auf wundersame Weise und pumpt unser Blut durch den Körper, so entstündet der Kreislauf. Arnold Eretz war der Meinung, das stimmt so nicht. Es ist nicht das Herz die Pumpe, die den Kreislauf anbringt, sondern unsere Lunge sei die Pumpe, die den Kreislauf in Schwung bringt. Das heißt, wir atmen ein. Dadurch entsteht ein Druck. Unsere Lunge drückt quasi Sauerstoff in unser Blut. Dadurch entsteht ein Druck, der wiederum das Herz zum Schlagen bringt. Deswegen unser Herz von alleine gar nicht schlagen würde. Ob es stimmt, I don't know. Oder ob es teilweise stimmt, I don't know. Ich habe keine Ahnung, aber es ist interessant und auch auf eine gewisse Weise logisch. Er bekräftigte seine These mit der Aussage dadurch, dass es so sei, dass unser Herz auch schneller und langsamer schlage, wenn wir schneller oder langsamer atmen. Warum schlägt ein Herz? War nur so eine interessante Nebenthese, einfach aus einem Buch. Total unwichtig für Gesundheit, da geht es wirklich nur darum, weniger Gift in den Körper zu stecken und weniger Weintrauben zu fressen. Aber ganz interessant mal. Also er hat ziemlich interessante Thesen, die sehr stark mit unserem heutigen Weltbild, was wir in der Schule so beigebracht bekommen, kollidiert.
Und auch hier sei zur Vorsicht geraten, nicht alles blind glauben, aber mal gucken, ob da was dran sein könnte. Ganz entscheidend. Für mich ist nur wichtig, euch mitzuteilen, esst Früchte wie ein Berserker, es geht rein vegan, rein rohköstlich und trinkt viel Wasser und esst wenig schleimzeugendes Zeug oder auch wenig verarbeitendes Zeug. Wir bestecken ja durch Lebensmittelzusatzstoffe noch jede Menge anderen Kram. Mit uns hinein, der sich auch noch dann in unseren Fettzellen mit dem Schleim vermischt und dann noch ganz andere Toxine bilden kann. Und das ist dann wieder ein Mitgrund, wie sich dann Krebs durch Zellvergiftung bilden kann. Zellvergiftung ist ein Grund für Krebs. Aber da habe ich ja schon ein Video 20 Heilmittel gegen Krebs gedreht. Einfach mal in der Suchspalte bei mir im Kanal suchen und euch das auch noch reinpfeifen. Da habe ich dann wirklich rauf und runter sämtliche Ursachen von Krebs ermittelt und wie man es ratsverzeihen kann. Krebs ist keine Krankheit und schon gar keine, die einfach so durch Zufall entstehen kann oder durch Genetik. Alles Bullshit. Krebs ist ein ganz wichtiges Hinweiszeichen darauf, dass du mit deinem Körper falsch umgehst und das kann genauso schnell gehen, wie es wieder kommt, wenn du mit deinem Körper lernst, richtig umzugehen. Insofern es nicht schon einen gewissen extremen Point of No Return verschritten hat. Es ist auch ganz interessant, dass der Apple-Gründer Steve Jobs an Krebs gestorben ist, obwohl er sich rohköstlich vegan ernährt hatte. Da hat er die Ursachen nicht ganz gesehen. Ne? Da hat er mit seinen Geräten den ganzen Tag rumhantiert, die haben Funkwellen abgestrahlt ohne Ende. Da kann er seinen Zellen in Mitleidenschaft gezogen haben. Also du darfst neben einer gesunden, entgiften Ernährung auch nichts mehr Schädigendes tun. Du darfst dich keinen Funkwellen aussetzen und kein anderes Zeug mehr essen. Du darfst auch emotionalen Stress nicht haben. Es muss dir auch psychisch-geistig gesund gehen. Auch dadurch kann Krebs ausgelöst werden. Ne? Also man muss da sehr viel mehr beachten. Einfach nur eine Brennnessel essen macht dich noch nicht vom Krebs heil. Da muss sehr viel beachtet werden, dass man den Körper nicht schadet und sehr viel beachtet werden, dass man den Körper entgiftet und gesund ernährt und so weiter. Dann allerdings kann Krebs wirklich schneller gehen, als er gekommen ist. Und manche kriegen Krebs im Laufe ihres Lebens und merken es nicht mal, jeder wieder weg, weil noch nicht weit fortgeschritten und die gesunden Zellen, das Immunsystem, diese kranken Zellen in ausreichender Menge abtransportieren konnten. So verschwindet Krebs wieder. Die Krebszellen, wenn du die tötest, und die sind zu töten, auf verschiedenste Weise, dann transportiert der Körper die alle einfach so wieder ab und weg sind sie. Da muss man dann nicht rausschneiden aus dem Körper oder so. Aber man darf halt nicht alles zu groß werden lassen, dürfen nicht so viele Zellen werden, die dann so einen Tumor oder sowas in der Richtung bilden. Da muss man halt aufpassen. Da gibt so viele noch Dinge zusätzlich mit zu beachten. Ja, ich glaube, ich will es dabei belassen. Ich will es wirklich nicht jetzt hier noch weiter ausführen, das Thema. Weiter habe ich schon ein eigenes Video zu gedreht und will die Videos einigermaßen beim Thema und beim roten Faden belassen. So, genau. Sauerstoffpumpe, Lunge, Steve Jobs, alles mal abgearbeitet. Ja, ich glaube, ich bin durch soweit. Also, auf YouTube könnt ihr euch die Vorlesung hören von dieser Frau. Einfach nur Schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret in die Suchspalte. Vielleicht verlinke ich es auch noch irgendwo hier in euren Heike. Man weiß es bei mir nicht. Und dann gibt es die kommenden Tage noch einen, oder kommenden Wochen, weil mir kann alles immer etwas länger dauern, noch einen anderen Heilmenschen, den ihr euch auch schon selber durchlesen könnt, wenn ihr Lust habt. Nur da drückt sich Wikipedia sehr zynisch aus, ihn und seiner Thesen gegenüber. Das finde ich überhaupt nicht nett. Aber es gibt noch einen weiteren Menschen, der nicht gestorben worden ist und der mit seinen praktizierenden Gesundheitsthesen, Fakten, wenn ihr mich fragt, 93 Jahre alt geworden ist, so wie mein Opa, der übrigens heute Geburtstag hat und auch 93 Jahre alt geworden ist. Ich habe seine Gene. Deswegen bin ich 40 Jahre alt und habe saftiges Haar. Nicht ein graues Haar habe ich und schon dieser Zustand kann gerne noch lange anhalten. Dann andere schon mit Anfang 30 graue Haare kriegen oder mit Ende. Ich bin im saftigen Orange, weil ich viele Früchte esse und so, mich gesund ernähre und vor allen Dingen, und das ist immer noch das allerwichtigste Mittel, was ich euch mit an den Weg geben kann, vor allem stressfrei. Einfach mal einen Tag nur in einem Doppelbett liegen und gar nichts machen.
Ihr werdet wundern, wie sie positiv sich das auf eure Gesundheit auswirkt. Das ist entscheidend. Der Mensch will immer was tun. Einfach mal nichts tun. Okay. Okay. Tut es. Tut es. Tut es sofort. Tut sofort nichts. Tut es. Tut es. Tut es. Tust du jetzt nichts? Wenn das Video zu Ende geguckt hast und abschaltest, tust du erst mal eine Stunde nichts. Fernseher aus, Computer aus, Handy aus, wo auch immer du mich gerade siehst. Ja, ich guck dich böse an. Dich meine ich. Dich meine ich. Du, dich meine. Du jetzt dieses Video guckst. Du. Schaltest alles ab und machst nochmal eine Stunde nichts. Guckst dir Decke an und lässt die Gedanken einfach mal Gedanken sein und schweifen. Machst einfach mal nichts. Früher vor 200 Jahren noch als Müßiggang bezeichnet und als gängige Praxis in Europa. Mittlerweile total verpönt. Aber das ist wichtig für die Gesundheit und ein langes Leben, wo auch du, auch wenn du eine Frau bist, noch mit 40 Jahren einen saftig roten Bart haben kannst. Ich liebe meinen Bart. Ich mache immer zu Halloween diesen. Mein Halloween-Video ist sehr empfehlenswert. Auch alle auf diesem Kanal zu finden. Habe ich vielleicht sogar schon eine Playlist, weiß ich gar nicht. Wenn man Halloween-Playlist macht. Ja. Saftig. Ist auch nicht saftig. Boah, bin ich saftig. Saftig wie eine Weintraube. Das sollte mein Bart essen. So saftig ist er. Ja, und da ist Stressfreiheit sehr wichtig. Aber auch den Säure-Basen-Haushalt ordentlich halten im Körper. Denn Haare können auch ausfallen. Nicht nur durch zu viel männliche Hormone, sondern auch durch Übersäuerung des Blutes. Deswegen, wenn ihr einen Menschen mit Glatze seht, ich habe volles Haar, fragt ihr mal, wie viel Fleisch er so isst. That's it. Ja. Und Haarwurzeln können wieder sich stemmen und die noch vorhandenen können wieder sprießen. So kann man Haare zurückgewinnen, indem man tierische Proteine weglässt. Ja. Damit fehl ich nach wie vor die pflanzliche vollständige Rohkost. Auch wenn ich müde aussehe, wie ihr seht, ich sehe nicht ganz gesund aus. Und das hat einen Grund, dass ich einfach noch nicht ganz gesund bin. Aber ich habe noch viele Gifte im Körper, die erstmal über Jahre und Jahrzehnte noch rausgespült werden müssen durch Wildkräuterkuchen. Aber ich nehme auch noch zu viel Glukose mit auf. Also hydrolysierten Zucker von anderen Stoffen abgespaltet, der weiße Industriezucker. Nehme ich noch in zu großer Menge auf. Das macht Augenringe, kann ich euch empfehlen. Wer Augenringe will, große, als modischen Schick, sehr viel Zucker essen. Das wirkt gewaltig. Nicht selten sagen die Leute, dass sogar meine Augenringe schon Augenringe haben. Das ist Zuckerkonsum. Aber abgesehen davon, dass ich noch ein bisschen viel Industriezucker zu mir nehme, bin ich bei allen anderen Dingen schon auf einem sehr guten Weg. Vor allen Dingen in der Praxis der absoluten Stressfreiheit. Dafür habe ich auch diesen spirituellen Kanal gegründet und euch mit auf diese Praxisreise zu nehmen. Des stressfreien Seins. Gott, habe ich schöne Haare. Ich habe volles Haar, volles Haar, volles Haar, volles Haar. Naja. Die Schuppenflechte hat mein Haaransatz ein bisschen geschadet. Ja, sieht man es, dass ich Schuppenflechte habe. Hier hat mein Haaransatz geschadet, da habe ich schon ein bisschen was rausgekratzt. Hau mal davon ab. Es bleibt Blut nicht allzu extrem übersäuert oder ständig und ich bin sehr stressfrei, deswegen habe ich noch überwiegend volles Haar und vor allen Dingen volle Haarfarbe mit 40, während andere mit 37 komplett grau sind, was ich da schon gesehen habe teilweise. Also tut weniger und ihr werdet auch älter. Das ist keine Lebenszeitverschwendung, nichts tun, weil ihr ja durch dieses Nichtstun mehr Lebenszeit geschenkt bekommt. Deswegen ist einfach mal gammeln und vom Fernseher abhängen gar nicht so verkehrt. Das ist keine Lebenszeitverschwendung, weil ihr werdet dadurch älter. Es sei denn, ihr fresst dabei den ganzen Tag Chips und trinkt nur Cola. Dann ist es Lebenszeitverschwendung, wenn ihr den ganzen Tag im Fernsehen guckt, weil ihr dadurch weniger Leben dann habt. Das ist, ja, Ursache-Wirkung halt. Ne? Ja, ich bin halt gut drauf. Ich habe nämlich letzte Nacht 13 Stunden geschlafen und zum Frühstück Weintrauben und ohne Liter Wasser gehabt. Während ich die letzten beiden Unterrichtsvideos mit extremen Kopfschmerzen und großer Müdigkeit gedreht habe. Aber heute, am Ostersonntag, wo mein Opa 93 Jahre alt wird, ja, ich muss ihn mal anrufen, gratulieren oder sowas. Bin auch überlegen, ob ich es tue, denn ich halte wenig von diesen Praktiken des Gratulierens in so einem Grab. Ist, ja, habe ich schon vor 10 Jahren gesagt. Ich mag diese ganzen Konzepte nicht. Die gesellschaftlichen und Geburtstage sind also eine Sache, wo ich sage, naja,
Wenn man jemanden über alles liebt, kann man mal was schenken. Aber diese Gratuliere-Scheiße finde ich Schwachsinns. Also wie guten Morgen oder guten Abend oder wie geht's dir zu sagen, das ist für mich alles. War noch nie meins. Deswegen halte ich auch von Gratulieren nicht so viel. Und das Gute ist, dass mein Opa vollständig dement ist und nicht mal mehr mitkriegt, wenn man ihn nicht anruft. Das hat seine Vorteile. Denn der hat sein Leben lang nur geraucht, Bier gesoffen und Fleisch gegessen. Also, ja, man kann auch damit alt werden. Aber das hat dann Seelenanteile, emotionale Körperanteile, genetische Anteile spielen ein bisschen mit rein. Ja klar, kann man auch mit jeder Menge Scheiße alt werden, aber was ist schon alt? Sind 93 Jahre alt? Ich empfinde das nicht als alt. Ich wurde gestern erst geboren, seit Tagen kann ich gehen. Ich fühle mich noch, als würde ich in die Windeln scheißen mit 40, weil ich jetzt erst mal vor 7 Jahren erwacht bin, spirituell. Und seitdem kann mein Leben richtig beginnen. Es fängt jetzt an mit 40. Deswegen halte ich 93 nicht für sehr alt. Und mit aber der Ernährungsform, die ich euch hier erkläre, könnt ihr auch locker 160 Jahre alt werden. Auch das haben Forscher herausgefunden. Und mit Fasten wird das Gen NF-kappa-B aktiviert. Die Zellen sterben gar nicht mehr ab. Da sind die 160 stemmbar. Also das ist so mein erstes Goal. Mein erstes Goal ist, 160 Jahre alt zu werden. Das ist gut, dann habe ich nämlich noch 120 Jahre vor mir. Und das sind Glaubenssätze. Wenn man euch erzählt, der Mensch wird durchschnittlich 60 bis 90 Jahre alt, dann nur, weil er sich völlig falsch wider seiner Natur und gegen die Natur verhält. Deswegen kann ich euch an der Stelle erfahren, lest mehr Bücher von Rüdiger Dahlke, lest mehr Bücher von Arnold Ehret, lest mehr Bücher von Robert Franz, aber erforscht euren Körper. Wenn euch etwas, was die alle Leute empfehlen, euch nicht so gut tut, dann müsst ihr es auch nicht mit aller Gewalt durchziehen, sondern findet dann eine goldene Mitte oder einen besseren Weg oder etwas anderes. Ne? OBC hat als Supplement mir überhaupt nicht gut getan. Wenn ich OBC in Pflanzen oder durch das Trinken von Wein zu mir nehme, geht es mir sehr gut. Also ja, muss man auch bei Supplementen gucken, was gut einem gut, was nicht, und dann kann man was weglassen. Man muss da nicht extrem. Ja, jeder Mensch hat sein anderes Leid, seine eigenen Krankheiten und seine andere Zusammensetzung. Funktionieren alle ein bisschen anders, sind komplett Individuen. Und deswegen muss man sich an alles so ein bisschen rantasten und selber auch ausprobieren und hinterfragen. Ne? Und auch wenn er sagt, 50% von Arnold Ehret, was er so sagt, oder die anderen, das ist totale Scheiße, dann könnt ihr trotzdem von den anderen 50% der gesündeste Mensch der Welt werden. Ne? Mal gucken, wir sind alle ja in der Polarität gefangen und alles kann stimmen und nicht stimmen. Aber es wird jetzt zu sehr ans Metaphysikalische gehen, wenn ich das Fass jetzt noch aufmache. Genau, der nächste, den ich durchnehme, ist der 93-jährige, darauf wollte ich hinaus, bin schön abgeschwiffen, ist der 93-jährige Linus Pauling mit seiner Vitamintheorie. Heute will ich Schleim- und Fastentheorie. Und in einem weiteren YouTube-Video, das wahrscheinlich genauso lang wird wie das heutige, obwohl es viel kürzer werden sollte, komme ich dann zur Vitamintheorie, die für mich auch ein Vitaminfakt ist, von Linus Pauling und seinen heutigen Anhängern, die heute noch leben und euch braten können. Den nehme ich dann beim nächsten Mal durch. Könnt ihr auch jetzt schon googeln, wenn ihr wollt. Aber wie schon gesagt, Wikipedia stellt ihn als Dummbatz hin. Also muss es gut sein, was er empfiehlt. Schrecklich, was da zu lesen ist. Nee. Aber wie sagte der liebe Rüdiger Dahlke schon, Wikipedia ist nichts anderes als ein Hetzverein gegen Alternativmedizin und spirituelle Lehren. Jo, deswegen schaut euch die Leute an, die ich euch namentlich empfohlen habe, und schaut vor allen Dingen mehr meiner Videos. Das ist das Entscheidende. Denn es wäre nicht schlecht, wenn ich eines Tages mit der Freude, die ich hier habe, euch dieses Wissen zu vermitteln, davon sogar meinen Unterhalt bestreiten könnt und davon leben und mir sehr viele Weintrauben kaufen, um noch gesünder zu werden. Deswegen schaut sehr viele meiner Videos. Ich brauche noch ein paar Stunden, bis ich meinen Kanal monetarisieren kann. Und ja, werdet glücklich gemeinsam mit mir. Werdet gesund und habt ein schönes, langes Leben. Lebt lang und im Frieden. Live long and prosper. So, ja, gut, dann bin ich durch. Hoffentlich habe ich nicht vergessen. Ein kleines Detail, auch wie ich schon gesagt. Wenn es besonders wichtig ist, dann merke ich es mir auch. Und dann kommt das Linus Pauling Video mit hinein. Einer meiner anderen Vorbilder. Neben Rüdiger Dahlke und neben Arnold Ehret im gesundheitlichen Bereich.
Schreibt mir bitte sehr ausführlich lang in die Kommentare, was ihr von allem haltet, was ich in diesem Video gesagt habe. Führt gerne tiefgründige Diskussionen mit mir, fragt nach zusätzlichen Informationen, hinterfragt alles, was ich gesagt habe. Forscht und recherchiert selber, nur nicht auf Google. Die machen nur die Lügenergebnisse, nehmt Yandex oder DuckDuckGo als Suchmaschine oder mich. Also ich sage euch dann, wo ihr weitersuchen und selber recherchieren könnt. Neutral, auch unabhängig von mir, dann dort. Ja, und dann würde ich mal sagen, Namaste und Namaskar. Und vergesst nicht, was ich schon am Anfang gesagt habe. Die Botschaft des Videos, die ihr jetzt versteht. Schleim ist die einzige Krankheit. Fasten ist das einzige Heilmittel.